So, grüße euch, liebe Leute, mal wieder von mir herinnen in der Wohnung, und dass es ein bisschen einen Pflanzenbezug gibt, wenn ihr solche Videos macht, dann zeige ich immer den Steingarten her, den meine Frau gebastelt hat, weil der ist voll super und den muss man ganz wenig gießen, beziehungsweise glaube ich überhaupt nicht gießen, aber genau weiß ich es nicht. Na, Blödsinn. Lustige Einleitung, ein wichtiges Thema. Es geht mal um Medizinaussagen über und bei Pflanzen. Ich habe mir da ein paar Stichwörter aufgeschrieben, dass ich mich nicht ganz verliere, nämlich generalisieren, differenzieren, unverrückbarer Glauben und veränderbares Wissen. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen, weil ich stoße immer wieder aber mir bei den Kommentaren, die was ich zum beantworten habe, auf Generalisierungen, beziehungsweise aber ganz viele Videos, die was ich mir von Kollegen anschauen, die was durch die Welt stapfen wie ich und dann irgendwelche Pflanzen in die Kamera halten und dann Heilaussagen über die Pflanzen machen, die was mir auch sehr generalisiert vorkommen, und da habe ich ein bisschen was dagegen, dass ich das einmal so sage. Ich meine, es ist mir schon klar, unsere Sprache ist so aufgebaut, dass wir zusammenfassen, also wir generalisieren manchmal fast gezwungenermaßen. Ja, wenn ich jetzt sage, die Linzer, also dann meine ich alle Linzer, die was bei mir in der Stadt wohnen, und ist generalisiert, also die alle Linzer. Was man dann vergisst, ist, dass jeder dieser Linzer, ja, was eine Zusammenfassung ist, ein eigenes Lebewesen ist mit einer eigenen Geschichte und und. Und so ist auch bei Aussagen, wenn wir quatschen und durch die Welt gingen und sagen, zum Beispiel Kamille heilt Bauchweh. Dann stimmt es zwar irgendwie, und zeitgleich ist schon wieder eine sehr generalisierte Aussage, weil das wäre praktisch dann ein Mittel, das was grundsätzlich immer jedes Bauchweh heilt. Und das stimmt nicht. Also das ist eine definitive Aussage über das Kraut. Stimmt aber nicht. Wir müssten differenzieren. Differenziert würde da bedeuten, dass ich sage, ja, Kamille ist in der Anwendung bekannt, dass Bauchleiden mildern kann, beziehungsweise bei der Heilung unterstützen kann. Ihr seht, das ist fast das sagt dasselbe, und es ist eine andere Sprache, und man kann vielleicht dann trotzdem was Geschicktes draus hören. Aber um was geht's mal grundsätzlich? Ich möchte ja immer wieder mal ein bisschen was zu Pflanzen beziehungsweise deren Heilanwendung sagen können, wenn ich mit euch auf Touren gehe. Und dann passiert mir natürlich dasselbe. Ich muss dann auch generalisierte Aussagen oft treffen, beziehungsweise im Sprechen denkt man gar nicht so leicht an der Differenzierung. Hat aber eben voll die Problematik. Ich habe einmal, das ist für mich das beste Beispiel. Ich habe einen gewöhnlichen Beifuß vorgestellt, und einer der ersten Kommentare unter dem Video vom gewöhnlichen Beifuß war: Beifuß heilt Krebs. Also das ist einmal auf jeden Fall einmal eine generalisierte Aussage. Und das stimmt auch dann einfach nicht. Man muss sich das differenziert anschauen. Nämlich, wenn man dann genauer hinschaut, ist hinter dieser Aussage, steckt ein Fünkchen Wahrheit drinnen, aber so wenig Wahrheit, dass es besser gewesen wäre, man hätte es gleich gar nicht gesagt. Weil, da gibt es zum Beispiel da gibt es den einjährigen Beifuß, und aus diesem einjährigen Beifuß wird ein Stoff gewonnen, der was gegen Malaria eingesetzt wird. Dieser Stoff ist dieses Artemisinin. Ja, so schreibt man das, falls es interessiert. Der wird aus dem gewonnen, und der wird auch zuweilen oder bis jetzt erfolgreich bei der Malaria-Bekämpfung wird dieser Stoff eingesetzt. Dann sind sie draufgekommen, wenn man diesen Stoff in einer Petrischale, also in vitro, an
Krebszellen heranbringt, dann verlangsamt die den Wachstum. Und das weiß man über diesen Stoff bezüglich Krebszellen. Aber das ist ja was ganz was anderes wie das Beifuß, irgendein Beifuß heilt Krebs. Die korrekte Aussage, die differenzierte, wäre vom einjährigen Beifuß das extrahierte Artemisinin in der Petrischale zeigt Wirkung, eine hemmende auf Krebszellen. Natürlich, sowas verkauft sie besser. Also ich sehe aber die Videoklickzahlen für die Kollegen, die haben tausende und zum Teil hunderttausende Views mit diesen generalisierten Aussagen. Das klingt einfach geil. Nimm jeden Tag 2 Ingwerscheiben und du wirst diese Krankheit nie wieder haben. Ja, das ist super reißerisch, aber es stimmt einfach nicht. Und mit dem habe ich ein bisschen ein Problem. Darum, das einmal gesagt, ich denke, wir sollten immer differenzieren. Und wenn schon generalisiert gesprochen wird, was an mir passiert, sollte man zumindest differenziert denken. Vielleicht da die Einladung, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bemühen. Überprüft Dinge. Schaut euch auch Gegenstimmen an. Wiegt's ab und macht's euch eine eigene Meinung. Ja, wir übernehmen so oft ungeprüft die Meinung von anderen. Ja, das ist in der Regel gar nicht schlau. Wir haben alle unsere Weltsicht und jeder glaubt, inklusive mir, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Natürlich stimmt das nicht, wenn wir genau darüber nachdenken. Und wenn wir da ein bisschen schauen, werden wir besser fahren. Mir kommt also vor, wie man eben in diesem Bereich mit Pflanzen, Heilkunde ganz oft so ein unverrückbarer Glauben vorherrscht. Ganz oft werden auch heute und wieder in ganz vielen Videos passiert das auch Aussagen aus der Signaturlehre wiederholt. Das ist tiefstes Mittelalter. Manchmal haben sie sogar ein Schwarze getroffen, aber in der Regel haben sie einen Griff ins Klo gemacht mit der Signaturlehre. Es stört mir auch überhaupt nicht dieses Wissen aus der alten Zeit. Der Storl, Wolf-Dieter Storl heißt er, glaube ich. Ist doch voll nett, wenn jemand aus der alten Zeit und aus Kult und Mystik und Mythologie berichtet, wie unsere Vorfahren die Pflanzen gesehen haben. Aber punkto letztendlichen Nutzen bezüglich Heilanwendung in der heutigen Zeit hat es wenig, was uns das bringt, wenn wir diese alten Geschichten kennen. Ich bin ein Verfechter vom veränderbaren Wissen, nämlich unsere evidenzbasierte Medizin. Und da möchte ich gleich noch dazu sagen, evidenzbasierte Medizin, also Medizin, die was sie auf begründbare Aussagen stützt, die was nachvollziehbar und reproduzierbar sind, finde ich persönlich völlig sinnvoll und die schließt auch zum Beispiel Homöopathie nicht aus, obwohl Homöopathie an sich nicht evidenzbasiert ist. Die Homöopathie-Anwendung, die homöopathischen Geschichten, die haben es nicht geschafft und bis jetzt schaut es nicht so aus, dass es Studien gab, und es gibt scheinbar auch kein großes Interesse daran, dass da ein Beleg gibt, dass die Stoffe, die was verwendet werden, nutzen. Zeitgleich, und da bin ich jetzt wieder bei der evidenzbasierten Medizin, ist anerkennbar, dass die Homöopathie sehr wohl bei Menschen eine Wirkung zeigt. Wieso das so ist, kann man ja dann mit Theorien theoretisieren. Aber die evidenzbasierte Medizin würde nicht sagen, Homöopathie streichen wir, sondern die würde schauen, für welchen Menschen würde es hilfreich sein, dass ich ihm auch zu einem Homöopathen schicke. Da fällt mir ein kleiner Witz ein, der was aber was Wahres enthält. Ich muss den jetzt politisch korrekt noch umformen, Moment, weil früher ist er gegangen, wieso haben Frauen? Politisch korrekt muss man sagen,
Wieso haben Frauen Männer oder Diverses? Nein, ich mache es anders. Wieso haben Menschen ganz oft zwei Hausärzte? Ganz einfach. Einer ist dafür da, wenn sie was haben. Und der zweite ist dafür da, wenn einer was fehlt. Wie ist das gemeint? Zu den Angängern, wenn sie tatsächlich was haben, wenn was weh tut, wenn was krank ist, um ein Mittel. Und zum anderen gängern sie, und das ist dann eher der, der was viel Zeit hat, der was zuhorchen kann, der was sie praktisch auf sie mehr einlässt, da gängern sie hin, wenn einer was fehlt. Nämlich Anerkennung, Zuwendung, was auch immer, das uns in der Seele fehlen kann. Und evidenzbasierte Medizin denkt er sowas mit ein. Lasst uns einfach ins Volle greifen, lasst uns Vergeneralisierungen, wenn es uns gelingt, ablassen, beziehungsweise wenn wir schon generalisieren, dann im Hirn hinterher differenzieren und unverrückbarer Glauben. Ich weiß, Glauben ist eine wichtige Sache und ich möchte niemals den Glauben wegnehmen, weil tiefer Glauben kann ganz eine tiefe Kraft sein, die was uns weit bringt und viel beschützt und auch viel heilen kann. Zeitgleich ist schlau, auch veränderbares Wissen in sein Leben zu holen und sagen, okay, heute weiß man das und morgen kann es sein, dass das ganz anders ist. Ich denke, dass wir so am besten durch unser Gesundheitsleben kommen. Nochmal zurück zur Pflanzenmedizin. Auch die hat eine Geschichte und da, das ist mir auch noch wichtig zum erzählen. Da schauen wir wieder auf ein paar Pflanzen. Die Pflanzenmedizin ist wahrscheinlich die älteste Medizinanwendung, die es überhaupt gibt. Und ganz lang ist diese Pflanzenkunde in den Händen jener gelegen, die was lesen und schreiben haben können. Und das waren ganz oft oder in der Regel ganz lange Zeit Ordensmenschen, Nonnen, Mönche, Priester, Pfarrer, in diese Richtung. Und die haben nicht nur immer wieder angeschrieben, also auch das eigentliche Problem, es ist ganz viel immer wieder abgeschrieben worden und selber nicht mehr überprüft worden, die haben auch selber viel geforscht und ausprobiert und weiterentwickelt. Die haben sehr wohl ein hohes Erfahrungswissen gehabt und zeitgleich haben sie immer eins mitgetragen, weil sie eben der Kirche angehörig waren. Sie haben immer gesagt, wenn die eine Pflanze heilen soll, dann ist auch notwendig und das ist fast vorausgesetzt worden, dass man ein gottgefälliges Leben lebt. Jetzt braucht man das nicht religiösisieren, sondern was könnte damit gemeint sein? Nämlich, mir gefällt da vielleicht der buddhistische Zugang, Tugenden. Es gibt gewisse Tugenden, wenn wir die nicht einhalten, haben wir ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gewissen kann uns auf die Seele drücken, wenn wir es so nennen wollen, und das kann sich auch wieder durch Krankheiten manifestieren. Da möchte ich nachher noch was dazu sagen, dass ich jetzt nicht die Anhänger der neuen Medizin feiern, weil ich gesagt habe, alles ist der Geist und alles ist irgendwie über den Geist lösbar. Das meine ich nicht. Ich glaube nämlich auch, dass unser Körper sehr wohl auch der gesündeste Geist, der was alle Tugenden erfüllt, kann krank werden. Das ist meine Überzeugung. Da brauche ich nur in die Welt auszuschauen. Tiere, Menschen, Pflanzen, alles was ein Körper hat, kann krank werden. Ob es jetzt brav war oder nicht. Das meine ich nicht. Aber was ich meine, diese Hildegard von Bingen, der Sebastian Kneipp, auch die Maria Treben, auch wenn die keine Klosterfrau war, war die sehr religiös. Alle haben ein gottgefälliges Leben gefordert für gesunde Menschen. Heißt, nicht stehlen, nicht sexuellen Missbrauch, nicht nehmen, was, also das ist stehlen, nicht Hassreden, nicht gierig sein, beziehungsweise haben sie das andere gefordert. Sei freundlich zu deinen Mitwesen, respektier den Besitz von anderen, geh wohl mit deiner Sprache um, all diese Dinge. Ich denke, das ist ganz wichtig,
puncto Gesundheit. Und das wäre auch wichtig für alle anderen Medizinrichtungen, dass das mit eindenken, dass wir als Heilsuchender auch ein bisschen mehr wieder in die Pflicht genommen werden. Auch wir haben unsere Verantwortung zum Tragen. Und die armen Mediziner, ich habe einmal einen geredet und der hat gesagt, weißt, es ist echt schwierig. Ich bin ein Mediziner, also war ein Schulmediziner. Wenn jetzt wer zu mir kommt und er klagt sein Leid und ich sage zu ihm, ja, probieren wir es einmal mit diesem Tee, ja, dann fragt er, ja, glauben Sie mir leicht nicht, dass ich wirklich krank bin, geben Sie mir doch eine Tabletten. Der andere macht es wieder gegenteilig, dann sagt er zu dem, ja, dann nehmen Sie mal das Tablett da, und der sagt, nein, gibt's denn nicht irgendeinen Tee? Also, wir sollten unsere Schulmediziner, zu dem wir gehen, vielleicht erklären, wer wir sind und was wir brauchen, und möglicherweise tun sie sich dann leichter, dass uns passend durch den Heilungsprozess führen. Ja, wenn die wissen, dass man sich auf Pflanzen stängern, und der Schulmediziner ist nicht gegen Pflanzenmedizin. Niemals. Ja, ein guter Schulmediziner. Also dann wird er uns da Pflanzenmedizin zur Verfügung stellen. Außer er sagt, hey, das eckt, das wird nichts. Wir müssen da mit moderneren Geschossen drauf schießen auf dein Krankheitsbild. Dann sollte man das auch annehmen. Außer wir sind bereit, dass wir annehmen, was rauskommt. Wenn wir sagen, nein, wir wollen irgendwie Schulmedizin annehmen, dann ist das auch in Ordnung für mich, aber dann darf man nicht jammern, wenn es schief geht. Ja, mein Zugang. Ja, das war mir eben auch noch wichtig. Pflanzenmedizin bedeutet auch Selbstverantwortung übernehmen und schauen, dass auch die anderen Bereiche in unserem Geist-Körper-Lebenssystem sauber gehalten werden. Mit dem Geist gut umgehen, Bewegung, Ernährung, da braucht man jetzt nicht irgendwelche Ernährungswahnsinn verfallen, unser Körper kann alles essen, bin überzeugt, aber in der richtigen Menge und Frequenz und Häufigkeit vielleicht so. Gut, ich hoffe, das hat irgendwas gebracht. Also wie gesagt, ich bin gegen Generalisieren, beziehungsweise weiß ich, dass es automatisch passiert. Darum müssen wir hinten noch zumindest noch mit unserem Hirnschmalz ein bisschen differenzieren. Unverrückbar glauben kann manchmal echt wichtig sein, aber punkto aus dem Vollen schöpfen ist besser, wenn wir veränderbares Wissen bevorzugen, weil vielleicht nur ein letzter schlauer Satz zu dem geht so, lass uns mal überlegen, halte dich an jene, die die Wahrheit suchen, ja, aber hüte dich von denen, die sie gefunden haben. Also vielleicht das als Abschluss. Gut, ich hoffe, das kann man irgendwie brauchen. Ich werde dieses Video immer ein bisschen praktisch als Infocard mitverlinken, wenn ich irgendwas über Medizin sage, wo ich glaube, es ist gefährlich. Ja, vielleicht hilft es ein bisschen, die Kommentarspalte weiterhin so freundlich und wenig extremistisch zu halten, wie wir es bis jetzt haben. Okay, für dich.